Also, wie trifft man Entscheidungen, ob man etwas kauft oder nicht? In meinem Fall kann ich euch sagen, folgt das Ganze einer Philosophie. Nämlich, ich bin kein Freund davon, eine Geräteentscheidung zu treffen, weil einem zum Beispiel das neue Samsung-Handy gefällt. Das hat seinen Grund und wer es kauft, herzlich willkommen, alles klasse. Ich bin ein Fan davon, eine Systementscheidung zu treffen, was ja auch Sinn macht in unserem heutigen Zeitalter. Das heißt, in einem System zu bleiben. Und ich bin aus meiner Sicht glücklicherweise, und das hat wirklich viele Vorteile gebracht in meiner Selbstständigkeit, irgendwann mal bei Apple gelandet. Und ich darf sagen, ich bin bis heute ein begeisterter Kunde. Das letzte Produkt, was mich begeistert hat, neben dem hier, war das hier. Was mich begeistert hat, ist, dass die diese Geräuschunterdrückung haben. Das heißt, wenn ich im Flugzeug sitze und ich hatte das Vorgängermodell im Ohr, das Flugzeug ist gestartet und ich habe von meinem Hörbuch oder von meiner Musik nichts mehr gehört. Und ich darf sagen, es tut mir im Flugzeug gerade bei Start und Landung gut, wenn ich abgelenkt und entspannt bin. Ich bin tatsächlich nicht so ein Riesenfreund von diesen tonnenschweren Maschinen in der Luft. Ich habe jetzt nicht richtig Flugangst, aber ich habe so ein komisches Gefühl, sagen wir es mal so. Moin, Kevin. Und das war klasse, weil Klack, Unterdrückung der Umweltgeräusche und du bist in deiner Musik oder auch in deinem Game oder in deinem Film und es funktioniert und du hörst es. Klasse. Eine Sache allerdings hat mich an den Dingern immer gestört und ich habe sie trotzdem benutzt, weil ich halt eine Systementscheidung und keine Geräteentscheidung getroffen habe. Das, was mich gestört hat, ist, dass man sich diese Dinger ins Ohr stopfen muss. Denn mein Ohr ist, ich habe so einen kleinen Ohrenkanal offensichtlich nur. Es tut nach einer Weile weh. Und ich merke auch, wenn ich jetzt wirklich mir einen Film angeguckt habe, also die Dinger 2 Stunden drauf hatte, dann habe ich Schmerzen dort. Und das ist blöd. Und deshalb. Colin ist ein Fuchs, ein toller Experte, wenn es überhaupt um Digitales geht und Content-Erstellung. Und nebenbei ist er ein Wahnsinnstyp. Und der hatte gepostet, noch bevor Apple die E-Mail rausgeschickt hat, dass die neuen AirPod Max, heißen sie, glaube ich, da sind. Und ich habe die Dinger natürlich sofort bestellt, wie alles, was von Apple ist. So, da sind sie, meine Lieben. Das ist die Verpackung natürlich. Und ich habe euch ja versprochen, ihr seid beim Unboxing dabei. Also ihr kriegt jetzt wirklich alles mit hier. Aber seht ihr nee, doch hier seht ihr es. Seht ihr diese Schlaufe hier? Seht ihr das? Das ist so Apple-like, oder? Ich mag das, ganz ehrlich. Wow. Okay. Hallo Sven, wir sehen uns morgen zu deinem VR-Training. Kannst du sagen, was du willst? Das war jetzt schon alleine wieder sexy. Habt ihr gesehen, wie das Ding aufgegangen ist hier so? Gut. Okay, eins ist sofort klar. Eins ist sofort klar, das Ding hat Gewicht, das wiegt. Aber richtig. So, Vido, grüße dich. Jetzt ist hier diese Lasche. Das finde ich aber so geil bei Apple. Alleine das Auspacken, das ist schon mal 10 Euro mehr Preis wert für mich. Dummes Zeug, was ich hier rede. Macht man so Live-Videos, da redet man halt. Folie ab. Auch schön. So. So. Meist kritisiert, das kann ich auch schon sagen, ist tatsächlich das Ding, das man BH nennt im Internet. Da kommen die Teile nachher rein, ne? Und da sagt man schon, auch in den Videos, die ich bisher gesehen habe, das ist mehr so ein Lapperzeug. Scheint aber von der Funktion her ganz okay zu sein. Ne? Okay. Dann, also. Es gleitet raus. Selbst die Verpackung riecht gut, ist ja auch spannend. So, und da sind sie schon. Tada! Gewicht.
ist tatsächlich das Erste, was auffällt. Die Dinger haben Gewicht. Okay, ist da noch eine Schutzhülle drum? Ja, da ist noch eine Schutzhülle drum. Gut. Dann ist hier unten noch so ein Päckchen drin. Und eine Kabel. Darüber freue ich mich immer, weil die sind, weiß auch jeder bei Apple, echt auch völlig overpriced. Wie fasst sich das an? Kalt? Denn es ist ja aus Metall, ist wahrscheinlich Aluminium, nehme ich mal an. Ich habe es mir gravieren lassen hier. Da steht mein Name drauf. So. Kostenlos. Macht man halt per App. Kalt sind sie. Ansonsten alles. Das ist schon alles. Es steht noch links, rechts drin für Blöde wie mich. Das ist auch gut. So. Per Ad. Da ist ein Knopf. Wofür der ist, weiß ich noch nicht. Da ist ein Rädchen. Da ahne ich, das könnte für die Lautstärke sein. Und das sieht genauso aus wie die Digital Chrome von der Apple Watch hier. Seht ihr das? Das Rädchen. Jawohl. Oh, das ist geil. Das ist geil. Habt ihr das gesehen? Alter! Ja, ich bin Fanboy. Ich finde sowas grundsätzlich immer erstmal gut. Wenn euch das stört, dass ich da unkritisch bin, jetzt abschalten. Pass auf. Gefällt mir, aber richtig. So, ich habe ja gar kein Noise Reduction, aber jetzt schon das Gefühl, dass ich in meiner Umgebung nichts mehr höre. So, jetzt ist der große Augenblick gekommen, Freunde. Jetzt gucken wir mal, ob das mit den Pferden klappt hier. So, ich hole die Dinger mal erstmal Ladestecker raus. Unboxing 2. Drehen. Ich weiß gar nicht, muss man die anmachen oder sind die automatisch an? Also, jetzt wird das ganze Ding in einem kleinen Video erklärt. Das ist wahrscheinlich gespiegelt. Das müsst ihr jetzt schaffen, euch das vorzustellen. Also, auf meinen Kopfhörern passiert das, was ihr visuell gerade auf meinem iPad seht, nämlich der Sound verschwindet, kommt näher ran und dreht sich um meinen Kopf. Und es ist geil, Freunde. Seht ihr das? Da friemeln die Dinger hier rum. Oh, alter Vater. Jetzt kommt ein Knackton von da und ein Xylophon spielt hier und der Bass hier und die ganze Birne schwubbelt hier. Das ist Wahnsinn. Echt. Ha, für kompatible Videos aktivieren. Na klar. Das ist ja cool. So, das Ding ist aber 94% geladen. Also es kommt vorgeladen. Wunderbar. Jetzt also die Probe aufs Exempel, wie man so. Geil. Hammer.
Ende der Geschichte. Das Ding ist ein Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Um dich rum ist gar nichts. Du kannst hier Hammer. Und ihr habt es gesehen, Headbang mit den Dingern auf dem Kopf. Kein Problem. Hammer. So, Markus sagt, so happy. Das kann man wohl sagen. Alter, war das. Ach, ich freue mich. Machen wir es kurz. Ihr wart live dabei beim Unboxing, wie es so schön heißt, der nagelneuen Apple AirPod Max. Die Tasche ist labbrig, aber irgendwie zweckgebunden. Die Dinger sind schwer auf dem Kopf, unglaublich weich und passen sich an. Einmal den Knopf gedrückt, schon startet die Musik wieder. Das Auspacken war ein Erlebnis, die Dinger in die Hand zu nehmen mit diesem kalten, rauen Aluminium hier ist ein Hit. Das alles irgendwie macht den Eindruck, es hat, und ich werde es nie vergessen, das habt ihr gemerkt, 57 Minuten, Wahnsinn. Zack, rauf, einmal kurz, das hier alleine ist so geil. Okay, ich werde Folgendes senden. Das ist ja geil. Jetzt hat sich das Ding gerade mit meinem iPhone verbunden. Schön. Also, gibt es nichts zu meckern. Wahnsinnig tolles Gerät. Bin total happy. Wird mir beim Entspannen helfen, beim Meditieren helfen, beim Fliegen, beim Zugfahren. Ich bin total begeistert. Ralf sagt, vielen Dank für das sehr unterhaltsame Unboxing-Erlebnis. Ja, schön, wenn es euch gefallen hat. So, meine Lieben, jetzt habe ich die Dinger tatsächlich zwei Tage, die AirPods Max Pro. Und zum Unboxing-Video jetzt also noch ein kleiner Anhang. Was hat sich getan in den zwei Tagen? Ich habe sie so viel auf dem Kopf, wie ich noch nie vorher Kopfhörer auf den Kopf hatte oder auch im Ohr hatte mit den AirPods, dem Vorgängermodell, sage ich mal so. In ihr habe ich an dem Video erklärt, das ist nicht so mein Ding. Der Sound ist atemberaubend, die Bedienung ist atemberaubend, das Telefonieren ist total komfortabel. Wenn sie im Gewicht in der Hand auch schwer sind, sind sie eben oben auf dem Kopf federleicht. Also, sind sie ihr Geld wert? Ich habe keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber eingangs erklärt, treffe nie eine Geräteentscheidung, treffe eine Systementscheidung. Ich bin im Apple-System und die ganze Kompatibilität, die Wertigkeit, das ist schon gut. Ob es das Geld wert ist, bin ich kein Fachmann für, das weiß ich nicht. Mir fehlt auch der Vergleich zu anderen Kopfhörern. Das gibt es sicherlich bei anderen audiophilen Personen im Netz zu finden, dort Vergleiche herzustellen. Was ich bisher gesehen habe, ist alles irgendwie okay. Ich habe mir auch viel angeschaut. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt nach zwei Tagen schon mal sagen, grandios. Und wenn ich die einen Monat im Gebrauch habe, dann mache ich auch nochmal ein Video. Also, bis dahin, es war mir ein Fest und bin auf eure Kommentare gespannt. Bis dahin, euer Michael.